Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ich befinde mich gerade in Antalya, in Türkei. Und jemand will den Islam, inshallah, annehmen. Ja, das ist wie gesagt nur seine Rettung. Es geht nur um ihn, nicht um uns, um Muslime, nur um ihn. Wenn er den Islam annimmt, dann ist er gerettet. Wir rufen einfach mal an und fragen mal nach, was er da will. So, warte mal kurz, mach mal ein bisschen lauter jetzt. So, jetzt, hallo? Hallo? Ja. Sieht man mich gut? So, jetzt hört man dich richtig gut, super. Weil vorhin hat es ja nicht geklappt. So, also du willst jetzt den Islam annehmen. Ja. Was warst du da? Ein letztes Mal oder ein richtiges Mal? Ein letztes Mal, weil du warst ja schon mal Muslim gewesen. Kommst du aus einer muslimischen Familie? Nein, ich bin aus meiner Mutter ist aus Kroatien, mein Vater ist aus Deutschland. Okay, dein Vater ist deutsch und du bist, deine Mutter ist Kroatin. Und du hast schon mal den Islam angenommen? Ja. Warum hast du den Islam verlassen? Warum? Weil auch durch Ali, Anatolien, Elia, Türkisch und weil ich auch, mal sagen, wieder, ist halt so, ist halt wirklich so, Manipulation. Also es werden einfach manche Verse aus dem Kontext genommen, wie zum Beispiel. Dass wenn jemand abtrünnig wird, dass man ihn tötet. Und ich meine, ich habe es auch selber gelesen. Ich habe nicht viel das nicht gelesen, aber was ich gelesen habe, ist, dass Moses selber gedacht hat, dass bei dem Ladenwechsel werden getötet werden. Das ist kein Grund. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich den Islam verlassen habe. Also hast du auch an den Islam nicht geglaubt und hast den Islam verlassen? Ich habe es so gesehen, ich hatte immer eine Fitra, so gesehen hatte ich immer eine natürliche Veranlagung an irgendwas. Ich habe immer gesagt, wenn es Gott gibt, dann muss er dich logisch offenbaren. Und jetzt bist du fest davon überzeugt, dass der Islam die Wahrheit ist? 100%, 1000000%. Gott ist mein Zeuge. Ich möchte hier, darf ich das kurz sagen? Ja, bitte. Ich möchte hier auch jetzt niemand schlecht machen oder so. Ich möchte auch jetzt keinen beleidigen, keinen anderen andersgläubigen Menschen. Ich möchte auch keine Augendiener heilmachen. Ich bitte auch, dass Gott mich davor schützt und mich einfach mal Wort sprechen lässt. Ja. Aber was willst du dazu, was wolltest du jetzt sagen? Wer nicht davon überzeugt ist, dass ich in Islam angehe, der soll morgen nach Mannheim kommen. Das ist ja egal, guck mal, das interessiert uns wirklich gar nicht. Das interessiert uns wirklich gar nicht, ob du den Islam annimmst oder nicht annimmst. Das ist natürlich für uns eine Freude, wenn jemand den Islam annimmt. Aber am Ende ist es zwischen dir, weil du wirst zur Rechenschaft gezogen, nicht wir für dich. Verstehst du? Das ist dir. Also was Elia zum Beispiel abgezogen ist, das ist sein Verlust, nicht unser Verlust. Ja, wir sind mit ihm gut umgegangen, ja, auf beste Art und Weise. Und er hat gesagt, er hat den Islam angenommen. Wir müssen erstmal vom Guten ausgehen und nicht vom Schlechten. Wenn jemand kommt und sagt, er will den Islam annehmen, dann können wir nicht sagen, ey, du lügst, bla bla bla, weg mit dir. Auch wenn am Ende eine Lüge ist, solange wir die Lüge nicht gehört haben, werden wir nicht ohne Beweise werden wir nicht reden. Weißt du, was ich meine? Und wenn du jetzt den Islam angenommen hast, dann hast du halt den Islam angenommen. Okay, hast du irgendwie die Videos von uns beobachtet, von Amir und von mir? Oder? Ja, ich habe mir einige Videos angesehen. Also ich habe mir viele Videos über dich und Elia angesehen, auch das letzte. Über Elia könnte ich auch mit dir reden, das können wir ein andermal machen. Ja. Über Amir auch. Und ich finde es schade, so, du siehst jetzt zum Beispiel, Elia macht weiter, ich an seiner Stelle, ich würde gar nichts machen, ich würde erstmal lernen, aber erstmal mich zurückziehen. Also ich meine, er hat eigentlich das gleiche abgezogen wie ich, so. Einmal Christ, einmal Muslim, so wie ich jetzt. Weißt du, was ich meine? Aber bei ihm war ja schon von vornherein, dass er ein Heuchler ist. Ich sag auch gleich, weil ich kein Witwer bin, während ich Christ war, habe ich auch schlecht geredet über den Islam, sage ich gleich. Ja, du hast doch mit Amir und mit Elia Videos gemacht und so, oder? Gegen den Islam. Ja, das war so, ja.
Du warst mit ihm also nicht befreundet, aber du hast versucht, mit denen zusammen zu sein, ne? Ja, ich hab auch sehr viel Kontakt mit Elie. Ich habe auch sehr viel Kontakt, wo diese Phase war, wo er musste, aber hat schon sehr, sehr viel Kontakt mit ihm. Also. Da habe ich auch den Schatz festgelegt. Ja, ihr habt doch ein Audio, ihr habt doch so eine Aufnahme gemacht, Live-Aufnahme. Du mit Elia und Amir. Ja, was heißt, ich habe gelöscht, ihr habt das gemacht, hochgeladen. Ich habe da solche Videos nicht hochgeladen. Nee, ich meinte, du hast sie doch gelöscht, aber du hast deinen Account gelöscht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich beobachte sowas nicht. Aber erklär mir mal den Unterschied jetzt zwischen die Arbeit, die sie tun, die wir tun. Die Arbeit, was Ami oder Elia tut, ist einfach nur, man erzählt das und das, aber nicht, was davor passiert wurde, warum es passiert ist, aus welchem Grund, jetzt mal unabhängig davon, ob es stimmt oder nicht. Und du erzählst einfach die ganze Geschichte und auch wieso, weshalb. Und das ist einfach, alle hier machen sich ihre eigene Geschichte. Also die machen, die basteln sich selber zusammen, so wie die gerne haben wollen, vertuschen das Ganze. Verbreiten die, vermischen das und dann versuchen die dann irgendwelche Sachen aus dem Koran oder aus dem Hadith zu zitieren, obwohl die vielleicht sogar in ihrem Bibelmerk geschrieben steht. Das beste Beispiel ist halt normal der Shaitan-Vers, dass dieser Mursal-Hadith-Ding angenommen wird. Es wird zwar Mursal-Hadith auch angenommen, aber nur wenn sie mit Sahih Bukhari zum Beispiel übereinstimmen. Ja, erstmal das und zweitens ist ja, der Hadith ist ja auch schwach. Der hat ja auch Krankheiten, der ist ja auch schwach noch drauf. Also, der ist ja nicht nur Mursal. Genau. Über Kalan nicht, meinst du? Ist der Mutawatir? Nein, kein Mutawatir. Mutawatir ist er nicht. Nein, das ist kein Sahih-Hadith, das wurde ja von allen Gelehrten abgelehnt. Ja, und ich meine, wenn die Ulama es ablehnen, dann hat es doch einen Grund. Aber wie gesagt, es gibt da schwache Hadithe dazu. Schwache Überlieferer. Es hat ja zwei schwache Überlieferer. Also Mürsel und zusätzlich ist es noch schwach obendrauf. Ja. Und übermittelt ja das schon. So. Und ich war halt, du weißt selber, der Christian Prinz liest, aber die andere Seite verdeckt er. So. Das war schon ein Grund, wo ich gar nicht mehr geglaubt habe. Deswegen. Ich bin zu dir gegangen und habe mir alles Stress gemacht, ey, du gehst zu einem Feind. Ich meine, wie ein Feind. Ihr sagt doch, also wir sagen doch, dass wir ihn lieben. Wenn ich eine Person liebe, dann gibt es doch keine Feinde mehr. Ja, richtig, ihr sollt ja alle Menschen lieben und wie gibt es dann auf einmal Feinde? Das ist widersprüchlich. Und ich hab dann gesagt, wenn der Jesus sagt, wir sollen alle Menschen lieben, dann gibt es keine Feinde mehr. Er sagt, ja, er sieht aber die Liebe in der Bibel. Ja, und aber dann müssen wir ihn trotzdem lieben. Dann ist auch nicht mein Bein, du weißt, das ist widersprüchlich, das ist. Ja, aber sie haben das falsch wohl verstanden, du Liebe. Sie wissen gar nicht, was damit gemeint ist. Und warum machen die das? Warum? Also Armin kann ich überlegen, warum? Weil er vielleicht gemerkt hat, okay. Große YouTuber jetzt haben zugeschaut, wie ABK und so. Naja, das ist ja ABK-Geschichte, ist ja neu, das ist ja nichts Altes. Aber. Ja, jetzt an, warum? Weil es leider so ist, das polarisiert, wenn jemand über den Islam erzählt, das polarisiert, das ist durch die Amerikaner, ist so ein Trend geworden. Früher waren es die Russen, jetzt aber kann der Krieg zu Ende, es muss ja was Neues geben. Und da war halt der Islam, ne? Aber. Aber woran liegt das? Ich meine, es ist ja klar, dass der Islam bekämpft wird, aber diese YouTuber und so Jugendliche, kleine Kinder, die Videos machen gegen Islam, ohne wissen, dass sie über das Christentum reden. Die wissen das, die machen das genau, weil die wissen, sie bekommen viele Aufrufe. Oder Aufmerksamkeit. Ja, sag ich ja, weil er Hauptthema ist. Es geht mehr um die Aufmerksamkeit. Ja, sag ich auch. Willst du die Scheherde ganz schnell aussprechen erstmal? Ja, also ich kann dich erinnern, das weißt du auch. Ja, und sprich dir einfach mal aus. Also ich mache erstmal auf Deutsch, ne? Ich bezeuge, dass keiner das Recht zu haben, außer Gott. Also keiner hat Recht, angebetet zu werden, außer Allah?
Ich bezeuge, dass, genau, Deutsch kann ich nicht mehr haben. Ich Dann bezeuge, dass sag keiner einfach, Anwalt. ich bezeuge, dass keiner Recht hat, Ich bezeuge, dass keiner Recht hat. angebetet zu werden. Angebetet zu werden außer Allah, und ich bezeuge, dass der Prophet Mohammed, Mohammed sein Gesandter ist. sein Diener und sein Gesandter ist. Und Jesus sein Diener und sein Gesandter ist. Ich bezeuge auch, dass Jesus sein Diener und Gesandter ist. Okay, Ashhadu an la ilaha illallah. Das kann ich ja. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadun Rasul Rasulullah, genau. Also wenn du aus dem Herzen aus, wirklich aus dem Herzen aus den Islam angenommen hast, mit der Zunge und aus dem Herzen aus und auf beste Art und Weise den Islam praktizierst, egal was für eine Sünde du machst, wenn du immer wieder zurückkehrst zu Allah, dann wird inshallah deine Sünden vergeben. Und wenn du es aus dem Herzen aus machst, ist wichtig, weil die Schahada ist leicht zu sagen. Ja, die Schahada kannst du heute sagen, morgen sagen, aber am Ende, weißt du, das ist leicht. Aber du belügst dich dann nur dich selbst, verstehst du? Also derjenige. Reden wir nicht von dir, reden wir einfach von denjenigen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass du das aus dem Herzen aus tust, weil sonst der Kindergarten, weißt du, was ich meine? Wir sind ja, glaube ich, aus dem Alter raus, man hat ja nichts davon. Ja? Deswegen, das ist dir am Ende überlassen. Du hast gesagt, irgendwie, du hast irgendwie Probleme gehabt, das zu glauben, dass Jesus Gott ist. Markus Kapitel 5, Kapitel 4, Vers 20 bis 24, da tut ja Jesus Sünden vergeben, ne? Aber wenn wir zum Beispiel Markus 12, 32, da wusste Jesus nicht den Tag nicht. Und ich meine, Gott tut doch nicht freiwillig Warte mal, seine stopp, Abmessheit stopp, vergeben. stopp. Jesus hat nicht die Sünden vergeben. Also nochmal. Jesus hat gesagt, dass die Sünden vergeben wurden. Das ist ein Unterschied. Also stimmt, ja. Weil Jesus hatte die Vollmacht gehabt. Wenn er die Vollmacht hat, ja, okay? Und wenn er sagt, ich tue nichts von mir aus, alles, was ich bis jetzt getan habe, ist durch Gottes Willen geschehen. Dann nicht nur diese Stelle, auch Johannes 8, Vers 28, Johannes 17, Vers 2, Johannes 17, Johannes 12, Vers 49. Also es gibt mehrere Stellen. Also nicht nur die eine Stelle, es gibt über 15 Stellen ungefähr, ja, wo Jesus seine Wille nicht zählt, wo Gottes Wille zählt. Das heißt, Gott hat dafür gesorgt, dass dieser Mensch vergeben wird und nicht Jesus, weil Jesus sagte selber, ohne Gott wäre ich ein Nichts. Verstehst du? Aber Jesus kann sagen, deine Sünden sind dir vergeben, weil Jesus ist ja die Offenbarung. Ihm wird er offenbart, dass Jesus. Verstehst du, was ich meine? Heute war ich dabei, die haben echt gedacht, dass in mir ein Dämon ist, muss ich dir vorstellen. Ja, ab heute hast du ja sowieso Dämonen. Du bist ja, jetzt hast du den Islam angenommen, jetzt hast du Dämonen, morgen bist du wieder Christ, bist du wieder frei. Das ist immer hin und her. Bei mir nicht mehr. So, Gott will, nein. Nee, ich meinte gerade, wenn du wieder Christ wirst, hast du für die kein Dämon mehr auf einmal. Das meinte ich. Ja, nein. Für mich ist es gesunden Menschenverstand. Also, weil du dein Gehirn einschaltest, weißt du, was Gott dir gegeben hat? Wie viele Videos hast du überhaupt von uns angeguckt? Von mir oder von Amir? Wurdest du. Von Ami habe ich mir nicht mal eins, doch eins habe ich mir komplett angesehen, aber seine Videos gehen dann extra brutal lang. Ne? Und ich meine, er sagt eigentlich immer das Gleiche, und dann lacht er noch, zieht noch alles voll in die Länge, und ja, sagt er zwei, dreimal, hier mit deiner Reichweite werde ich noch mehr und mehr, und allein schon für den Anfang bestimmt 10, 15 Minuten, und ja. Verstehe, Nach also Ami, ich. bin ich echt schon im Kreis, der sagt immer das Gleiche. Manchmal denke ich, der wird initiativ oder so und versucht irgendwie noch Klicks zu bekommen. Findest du, das ist Wissenschaft fundiertes Wissen? Ami, niemals, 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 kann mir erzählen, was er will. Okay. Wie fandest du bis jetzt die Widerlegungsvideos von Anfang? Also das ist ja seit gestern. Wir machen das schon seit über einem Jahr Videos, ne? Widerlegt, und du hast sogar Bücher. Ich glaube, Anja hat nicht mein Buch.
Weißt du, Eli hat sich wenigstens ein Buch gekauft. Weißt du, was ich meine? Aber Armin hat nicht mal ein Buch, der nimmt ja alles im Internet. Und im Internet kann jeder reinschreiben. So, ich meine, warum nicht Bücher? Bücher, die werden gedruckt, die sind auf Arabisch, ist das auch die Originale. Wenn du sowas machst, dann mit Bücher. Ich meine, du willst doch gespendet. Warum sollst du das? Also du meinst, er bekommt ja die ganze Spende, er kann ja mit dieser Spende auch Bücher kaufen. Ich meine, es geht ja nicht nur um islamische Bücher, auch christliche Bücher. Ich meine, ich werde demnächst, inshallah, zeigen, die Bücher, die Exegeten, die ich in christliche Exegeten habe. Also es geht ja auch christliche Bücher, damit man auch mehr Wissen sammelt, oder? Ja, auch er soll erst seine eigene Religion lernen und dann soll er anderen. Ich will jetzt nicht die Namen so oft ansprechen, aber das ist ja sowieso jetzt die letzten Videos, weil ich habe ja schon gesagt, ich mache keine Videos mehr gegen ihn, weil es macht keinen Sinn, weil er sich immer wieder selber widerspricht und weil er einfach sinnlos ist, unnötig ist, weil es einfach unnötige Zeit ist. Er und sein Bruder wurden aus seiner Gemeinde rausgeschmissen, soweit ich weiß. Ja, die wurden rausgeschmissen. Kann aber auch sein, dass ich mich irre. Ja? Nee, die wurden aus der Gemeinde rausgeschmissen, ist fest. Dann dürfte eigentlich, ich sag mal, für Christen ist es eigentlich ein Muss, eine Gemeinde zu haben. Hattest du eine Gemeinde gehabt? Ja, ich hatte eine Gemeinde gehabt. Bei dir in der Nähe? Ja. Okay. Also was soll ich noch zu sagen? Also ich habe nicht viel zu reden. Ja. Ansonsten, du hast ja mit denen zusammen ein Video gemacht, du hast mit denen zusammen den Islam verspottet, ja, gedacht, dass du richtig liegst, aber findest du nicht, ganz ehrlich gesagt, ich frage dich mal eine Frage, das ist sehr wichtig, weil dazu willst du sowieso demnächst ein Video machen, findest du nicht, dass dieser Achlag, dieser Benehmen durch den Islam kommt und nicht durch das Christentum? Weil wenn man jetzt zum Beispiel eure Videos anschaut, eure christlichen Videos, wie ihr den Islam immer versucht zu beleidigen, beschimpfen, sowas machen wir Muslime ja gar nicht mit Religion. Dieser Achlag kommt nicht von dem Islam. Wo? Ich habe noch nicht mal einen gesehen, der irgendwie beleidigt. Also ich meine, als Erster, ne? Meine ich ja. Ich meine, das ist ja ein Unterschied. Wenn ich jetzt zum Beispiel eure Videos, wenn man eure Videos damals angeschaut hat, ja, von Arme, von Elia und so, ihr verspottet ja immer. Bei euch geht es nur um Verspotten, jemanden schlecht machen, um zu richten und so. Ihr richtet ja immer, ja? Und macht immer jemanden schlecht. Im Islam ist ja anders, verstehst du? Du musst ja Benehmen haben. Du kannst ja nicht einfach Videos hochladen, verstehst du? Ja, also Also glaubst du nicht, dass er ein wiedergeborener Christ ist? Nein, Amir, bei Elia bin ich mir sicher, ob er sich vielleicht geändert hat, keine Ahnung. Aber Amir, nein. Allein schon seine Art. Jesus würde ihm, ich glaube, ins Gesicht spucken und ihn fragen, ob du noch ganz normal bist. Was machst du hier? Also, ich bin mir sicher. Super. Also, du hast den Islam angenommen, du bist fest davon überzeugt. Und, Hast du sonst noch was zu sagen? Ja, wenn die Aufnahme fertig ist, muss ich ganz mit dir was bereden. Okay, dann machen wir jetzt Stopp, dann kannst du bereden. Also dann haben wir nichts zu sagen. Der hat den Islam angenommen, ein Kroate, Vater Kroate, nee, Vater Deutsch, Mutter Kroatin. Und war mal Christ, hat Muslim gewesen, Islam angenommen, jetzt wieder ein Christ und dann jetzt wieder hat den Islam angenommen. Also möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn befestigen, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn mit Firdaus ala belohnen, wenn er aus dem Herzen aus das tut. Ansonsten wird er sowieso jeder seine Strafe bekommen, weil das macht ja alles keinen Sinn sonst. Ne? Ich bedanke mich bei dir auf jeden Fall für den Anruf. Ich mache jetzt Stopp, dann reden wir weiter, was du halt kannst deine Fragen stellen.